So, herzlich willkommen zu Merchant C4 und der Biberfelde 2020 Modifikation in der Black Edition. Eigentlich wollte ich heute die 1.1.2 Biberfeld Modifikation aufnehmen, also die niederländische Version der Biberfelder Mod. Leider, ich weiß nicht warum. Ja, vielleicht muss ich die Mod mal neu installieren oder so. Irgendwie stürzt sie zurzeit so nach ungefähr 5, 6, 7 Minuten ab. So dass ich natürlich kein komplettes Video daraus bekomme, was ein bisschen doof ist. Aber ja, ich schaue die Tage mal, ob ich die vielleicht nochmal neu einfach reinziehe und dann ist gut. Ist jetzt halt so, ne? Da ich aber ein, zwei Videos brauche, nehme ich jetzt die Black Edition auf, die ja doch sehr gut bei euch ankommt. Und wir schauen mal, was uns so erwartet. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen ruhiger anzugehen. Denn wenn ich 100.000 Einsätze auf einmal auf habe, dann verliere ich ganz, ganz schnell die Lust. Musste ich jetzt in den letzten Videos, gerade bei den Waldbränden, doch dann merken, dass es dann doch irgendwann zu viel war. Deshalb versuche ich da mal eins nach dem anderen aufzunehmen. Das ist halt ja, der Vorteil, wie zum Beispiel, oder zum Beispiel bei einem Wegberg, da hast du einfach, du arbeitest deinen Einsatz ab, machst das Ganze in Ruhe, machst es gründlich und dann kommt der nächste Einsatz. Also du hast nie Paralleleinsätze. Ist aber halt bei einer Multiplayer-Mod immer ein bisschen schwierig, dass umzusetzen, beziehungsweise es geht halt einfach nicht. Biberfelde ist eine reine Multiplayer-Mod eigentlich. Singleplayer ist nur so ein nettes Anhängsel. Und deshalb muss man sich schon irgendwie damit arrangieren. Aber auch das sollte durchaus möglich sein, denke ich mal. Wir spulen hier vor, dass wir die Person zügig ins Krankenhaus bekommen. Da geht es ja dann doch nicht so rosig. Und ja, wir gucken mal, ne? So, du fährst dann einmal begleitend im RTW mit. So. Und wir geben natürlich auch eine Voranmeldung raus. Somit, ja, haben wir dann diesen Einsatz soweit erstmal durch. Wir können einen. Ach so. Ah, okay. Auch doof. Wir können einen kleinen E-Boost reinmachen, allerdings versuche ich da jetzt nicht noch mehr drauf zu drücken, denn das artet uns aus. Was wir machen können, ist ein Feuer. Ich hätte ganz gerne ein kleines Feuerchen oder so. Das wäre mal ganz edel. So ein kleiner Gebäudebrand oder irgendwie sowas. Das hätte auf jeden Fall schon was. Ah, der Varus, der ist schon wunderschön, ne? Kannst du absolut nichts gegen sagen. Und da haben wir es auch schon. Oh, das lässt alte Zeiten wieder aufwecken hier. Ich hatte in einem meiner ersten, ja, jemals veröffentlichten Videos tatsächlich einen Waldbrand, so habe ich das Video genannt, direkt an dieser Stelle hier. Oh, direkt noch ein Gebäudebrand hinterher. Jetzt wird es langsam wieder eng. So, die Wache 4 hätte ich ganz gerne noch mit dazu. Und das ist sogar ein bestätigter Gebäudebrand. Dann einmal zack, zack, den Löschzug hierher. Glücklicherweise ist das kein Open House. Dann stelle ich hier die DLK hin. Und ein HLF. Ist das echt. Ist das TLF? Ja, das TLF ist nur draußen, ne? Ah, das fährt da, okay. War auch geil, guck mal, das ist ganz schön langsam, ne? Ist das normal so? Man kann schon verstehen, das ist schon ein Stück weit älter und denke ich mal auch relativ schwer beladen. So, als erstes kümmere ich mich dann, wie gesagt, um diesen. Ja, noch ist es ein Entstehungsbrand. Dass wir den dann auch zügig abgearbeitet bekommen. So, Wache 4 ist auch im Einsatz. Und direkt der nächste Fall. Oh, jetzt wird es schon wieder kritisch, ne? Hallo? Was gibt's? Wird ausgeführt.
glaube, die 4 hat doch einen Rüstsatz, oder? Dann darf die nämlich einmal da hinfahren. Böse Sache, ne? Dann hätte ich ganz gern einmal das 1625 hier mit dazu. So, und hier möchte ich erstmal eine stabile Wasserversorgung haben. Und dann können wir uns erstmal um den Gebäudewand kümmern. Zack, das hätten wir. Ja, das brennt schon ziemlich gut. Das 1612 hier dahinter. Das HLF20 mit hier hin. Ihn muss ich mal kurz löschen. Den ELW natürlich aufgebaut. Und so. Dann einmal ausrüsten mit PAs. Ihr baut mir hier einmal eine Wasserversorgung auf. Ihr legt mir hier einen Verteiler rein. So hatte ich nicht auch. Genau, hier ist auch ein Hydrant. Ja, ist ein bisschen doofer Laufweg jetzt hier. Warum löscht denn du nicht weiter? Ah doch, jetzt geht's so. Perfekt. Dann so. Der LKW dürfte mittlerweile hochgegangen sein, aber das ist jetzt nochmal so. So, das Feuer wird jetzt hier soweit erstmal bekämpft. Ja, der LKW ist natürlich hochgegangen. Das ist jetzt leider so. Das 1612 hat Gott sei Dank einen Rüstsatz. Da können wir hier erstmal schneiden. Ihr erstmal eine Löschbereitschaft sowie die Personenversorgung. So, die doppelte Löschbereitschaft sollte dann jetzt gleich irgendwann mal stehen. Ja, ich weiß, dass du die Person nicht transportfähig machen kannst. Das ist mir durchaus bewusst so. Das hätten wir jetzt. Brauche ich natürlich erstmal hier Rettungskräfte. So wie ein Streifenwagen wäre jetzt hier an dieser Stelle auch erstmal ganz cool. Ah, okay, guck mal hier. A1 und du kommst hier mal runter. Ach ne, wir haben schon einen da. So, dann machen wir hier nämlich einmal Platz, dass wir hier auch vernünftig arbeiten können. So, dann haben wir doch soweit erstmal die drei Einsätze unter. Oh, hier brennt es noch. Ja, genau, perfekt. Die haben das erstmal unter Kontrolle. Hier, das ist soweit okay. Hier ist jetzt noch der Busch, der brennt. Aber ansonsten war es das erstmal. Dann können wir hier zumindest schon mal die Einspeisung abbauen. So wie die Leiter im Allgemeinen. So, dann sieht das doch schon mal soweit ganz gut aus. Ich würde sagen, die erste Person können wir auch schon mal. Achso, okay, jetzt steht der RTW natürlich ein bisschen im Weg. Aber jetzt können wir die Person erstmal aufnehmen. Na komm. Magst du da ordentlich hinfahren?
Ja, perfekt. Und die zweite nehmen wir auch direkt auf. So, zack. Dann möchte ich hier 1, 2, 3 Abschleppfahrzeuge haben. Das wäre ja ganz edel. Ihr könnt erstmal Richtung Krankenhaus fahren. Wir haben alle Personen soweit raus. Öl befindet sich jetzt hier nicht auf der Straße. Dann würde ich sagen, hat die Wache 4 ihre Arbeit getan. Kann abrücken. Warum ist eigentlich mein toller Kamerazoom diesmal nicht an? So. Ist auch mal ein tolles Bild, ne? Mit der 4 hier. Der 3, dem 1625, warum ist hier kein Blaulicht an? Ja, das sieht schon ein bisschen edel aus. Kannst du nichts sagen. Ja, perfekt. Ich würde sagen, hallo? So. Die Wache 4 kann nichtsdestotrotz dann erstmal so weit einrücken. Die 3 bleibt vor Ort. Ist immer in ihr Wachgebiet. Die 3 hat leider keinen Rüstsatz, deshalb musste da. Oh, brennt immer noch. Musste da jetzt nur mal die 4 aushelfen, das ging jetzt nicht anders. Was macht das Feuer? Es brennt nach wie vor. Warum denn das? So. Oh, Feuer, fahrlässig. Das wurde doch gerade eben das alarmiert. Was soll ich denn da machen? Schmutz. Egal, wir haben. Ach nee, das war das, ne? Nee. Nee, das ist erst frisch dazugekommen. Das scheint anscheinend ein bisschen verbuggt zu sein. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir konnten unseren Gebäudebrand zumindest erstmal abschließen. Da war die Feuerwehr mal richtig gefordert hier, ne? Der Ehrweg kann abgebaut werden. Auch ziemlich geil, dass er jetzt mittlerweile die Türanimation hat. Feier ich ziemlich doll, fühle ich. So. Der schöne Varus kann natürlich auch zusammenpacken. Ehrweg kann heimfahren. Und dann sind wir mit dem Thema erstmal durch. Das erste Fahrzeug kann abgeschleppt werden. Hier der Bus gleich, der Kleinbus. Auch wir können. Soweit unsere Kräfte erstmal wieder in das Fahrzeug steigen lassen. Zack. Ernsthaft? Ajo, tatsächlich. Dann die beiden HLFs werden nochmal benötigt. Der Rest vom Löschzug kann dann erstmal einrücken. Das ist nicht so super wichtig. Nebenbei müssen wir natürlich hier auch. Ich glaube, wir müssen mal einen Sound-Debug durchführen. Ja, genau, hier war nämlich noch der Generator an von einem der Löschfahrzeuge. Warum auch immer. Ah, hier muss ich mich auch zügig beeilen. Oh, jetzt hat es kurz geleckt. So, das hätten wir. So, zack, du kannst immer noch einen PA holen und in der Zwischenzeit möchte ich das zweite HLF auf der gegenüberliegenden Seite haben. Dass wir hier zügig genug Kräfte vor Ort haben, denn das Feuer hier breitet sich ganz gerne ziemlich heftig aus. Wo ist das HLF? Wo ist es? Da ist es. Okay, perfekt. Dann lassen wir das mal noch ein Stückchen vorrollen. Zack, das hätten wir. Ja, mit 1-3 hast du schon ordentlich zu tun, ne?
was ja die Arbeit. Ah, ich habe leider einen verbuggten Feuermann. Pass auf, dann alarmiere ich mal schnell das TLF. Habe ich ein TLF? Nein, habe ich ja gar nicht, ne? Ja gut, dann die Leiter. Ich brauche jetzt eigentlich bloß Manpower. Ah, ich hoffe, du kommst da noch irgendwie hin, dass wir den Baum dort gelöscht bekommen. Ah, nein, natürlich nicht. Das habe ich befürchtet. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir beeilen uns das hier zügig, das Fahrzeug frei wird, damit wir dann das GTL einfach mit hier runterholen. Das ist das, was ich meine. Das Feuer breitet sich hier unglaublich gern aus. Das ist tendenziell immer ein bisschen schwierig. So, wir brauchen jetzt Schlauchmaterial und gehen mit an diesen Verteiler hier. Das fängt aber auch immer wieder an, der Scheiß ja, ne? Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. So, das TLF 4000 ist raus. Wir schleppen das mal noch ab. Ihr könnt schon mal in die 1. Das 1625 wird dann tatsächlich im Brandeinsatz hier noch benötigt. Ja, Verkehr ist jetzt hier ein bisschen schwierig, ne? Dann möchte ich hier das TLF 4000 hinhaben, das 1625 kann eigentlich direkt hier in die Boutique-Einfahrt fahren. Du fährst hierhin. Ja, das Feuer hier, das breitet sich halt unglaublich gern aus, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das 1625 ist eingetroffen, perfekt. Von euch, jawohl, wir haben auch zwei PA-Träger. So, dann bist du Maschinist. Ah ne, bist du nicht. Du bist Maschinist. Wir gucken jetzt mal. Ja, hier ist auch direkt ein Hydrant. Perfekt. Dann holst du dir mal noch einmal ein Atemschutzgerät. Was macht denn das TLF? Ich möchte, dass du dahin fährst. Ja, fahr doch erst hier hin. Du kommst jetzt ernsthaft hier nirgendwo durch. Fahr mal kurz die Leiter beiseite. So, dann darfst auch du dir mal noch ein Hohlstrahlrohr holen und hier direkt mit loslegen. So, das TLF scheint jetzt soweit erstmal durch zu sein. Das nervt mich ja. Solche Waldbrände, wenn die nicht selber agieren, die Feuerwehrleute, ist das echt Abfuck. Weißt du was? Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Ich baue das GTF mal mit auf. Das nützt nichts. Das müssen wir doch irgendwann mal aufbekommen. Das ist zwar echt ein bisschen viel, aber wie gesagt, eigentlich wollte ich das GTLF mit runter haben.
Jetzt gewinnt uns ja auch noch im BFE. Ich habe schon wieder Angst, dass das vielleicht zu einem Blitzeinschlag kommt. Das will ich natürlich vermeiden. Ah, Kamera, lass mich nicht im Stich. Ich alarmiere vorsichtshalber schon mal das TSF nach. Ich habe die Befürchtung, dass der Schlauch hier zu kurz sein könnte. Na, es geht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann sind wir von der Seite her erstmal safe. Dann lege ich mal schnell noch einen zweiten Verteiler. Vom 2er HLF und zwar hier so hin. Vom 1er HLF, Verzeihung. Fehler bemerkt. Den Verteiler lassen wir mal noch liegen. Denn in die Richtung breitet es sich ja auch noch aus. Aber das sollten wir eigentlich mit den Leuten oder mit der Besatzung vom 1625 hinbekommen. So, einmal hier hinter. Du noch mit dran und auch noch mit hier hinter. Mit hier vorne von mir aus. So, ich glaube, wir haben das dann halbwegs eingedämmt. Pass auf, wir haben ja jetzt hier noch einen Feuermann, ne? Du ziehst dich mal bitte um, holst dir eine Kettensäge, dass wir hier ein paar Bäume machen können. Das sieht mir auch. Das sieht mir schon ein bisschen auf den Zünder, ja. Los geht's, genau. Hier das Feuer. Na, schwierig wieder, ne? Ist TSF raus? TSF ist raus, ich sehe es aber gerade nicht mehr. Ah doch, ich sehe es wieder. Ah, Feins ist stark da noch. Pass auf dann. Einmal. Bitte mit PAs ausrüsten und dann. Auch sehr geil, dass das TSF mittlerweile auch eine Tieranimation hat. Ziemlich nice. Dann holt ihr euch noch Schläuche und dann geht ihr an den Verteiler, ja. Dann haben wir 6 Rohre von der HLF-Pumpe. Ist schon ordentlich. So, hier will das Feuer sich auch noch ausbreiten, aber das ist nicht so wild. Wie gesagt, wir machen hier noch ein, zwei Bäume um den und dann sollten wir es soweit eingegrenzt haben. Ist auch schön, dass die Leute da die ganze Zeit zugucken. Ach, fällt natürlich genau rein. So, aber ich glaube, wir haben das Feuer jetzt hier auch soweit erstmal unter Kontrolle. Das hätte ich vielleicht schon viel früher machen sollen, ja. Dann hätte ich mir auf jeden Fall viel Arbeit erspart. Oder viel Zeit auch. Es ist ja im Endeffekt viel Zeit gewesen, wo die Wache 2 einmal komplett gebunden war für so einen kleinen, für so ein kleines Waldstück. Aber es ist halt manchmal tückisch, ne? So, das TLF 4000 sichert hier schon ab. Ah, perfekt, das sieht gut aus, das sieht gut aus, perfekt. So muss das sein. Toto und Harry sind schwer beschäftigt, wie immer. Ja, sofort.
So, dann lass mal ein Rohr mal stehen. Und du bringst mal ja den Mist hier weg. Ich glaube, ich muss hier noch mal sägen. Dass man das hier noch mal wegsägen. Ups, da war die Kamera ein bisschen zu arg. Hier haben wir eine Fraktur noch Sturz. Das. Hallo? Ah. Habe ich die Kamera kaputt gemacht? Ich kann sie nicht mehr drehen. Sieht aus wie GTA jetzt, ne? Hallo? Ich glaube, ich habe die Kamera kaputt gemacht. Ah nein, es geht wieder. Okay. Es geht wieder. Kurios. Gerade eben konnte ich die Kamera nicht mehr drehen. Ja, hier ne, wieder Karten ran, ein bisschen schwierig, aber kriegen auch wir hin. Das sollte möglich sein. Hallo? Ja, jetzt perfekt. Und das lassen wir jetzt erstmal abbrennen. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Brand, den kriegt man natürlich auch noch gelöscht. Aber dann sieht es soweit erstmal ganz gut aus, würde ich sagen, ne? Wir bauen hier die Einspeisung ab. Direkt der nächste RD-Einsatz ist reingekommen. Hier ein Schockzustand mit viel Pech ist das eine Türöffnung. Pass auf, ich lasse das GTLF an der Einsatzstelle stehen. Nehmen aber. Ach, Schmutz. Nehmen aber das HLF mit. Einfach weil ich die Befürchtung habe, dass das eine Türöffnung ist. Und ich würde sagen, wir hauen auch schon mal den E-Stopp rein. Das lassen wir jetzt kontrolliert abbrennen. Die HLF-Besatzung einmal hier ins Fahrzeug. Ins Fahrzeug. Und dann fahren wir einmal hier an die E-Stelle. Ja, das war klar, da müssen wir kurz warten. So, dann hätten wir das schon mal. Die Jungs löschen noch ganz fleißig. Aber dann sollten wir feuertechnisch soweit erstmal alles. Ach, noch ein Stachel gekuppelt, ne? So, dann sollte das jetzt aber klappen gleich. Wir bauen, wie gesagt, in Ruhe erstmal ab. Ah, das HLF, das sieht schon geil aus, wenn es so blitzt und blinkt und tut und macht. Das sieht schon einfach nice aus. So, das hätten wir. Magst du den Schlauch nicht abbauen? Okay, wir haben die Haspel hinterher gezogen. Da war ich einfach zu vorschnell, glaube ich. So, bauen wir auch mal vernünftig zusammen, ne? Sprachverständigung, wir öffnen natürlich auch hier mal die Tür. In der Zwischenzeit. Der möchte einfach seinen Schlauch nicht abkuppeln. Hol dir mal eine Axt. Dann müssen wir hier die Tür einschlagen. Nützt nichts. Ach komm schon, geh doch einfach aus.
Ja, das GTLF ist halt wie gesagt noch gebunden. Das geht jetzt leider nicht anders. Der läuft. Digga, was ist denn los mit dir rum? So, geht doch. Ich glaube, jetzt habe ich's. Damit wir das nicht vergessen. Allerdings brauche ich trotzdem natürlich, wie sollte es auch anders sein, einen NEF an der E-Stelle. Ich kann es nicht auswählen hier oben, ne? Da ist die Kamera, die Map einfach im Weg. Ja. Aber das können wir schon mal. Der ELW wird an der E-Stelle jetzt eigentlich auch nicht mehr benötigt, da reicht das TLF. So als Brandwache. Ist zwar ein bisschen übertrieben, so ein GTLF als Brandwache, aber das HLF war jetzt in diesem Einsatz einfach mal wichtiger. In der Türöffnung. So, das hätten wir, ne? Jetzt brauche ich noch meinen Notarzt. Gucke, sogar mit Tritt hier animiert, ne? Blacky hat richtig Mühe gegeben. Der gute Mann. So, wie sieht's aus? Darf ich jetzt hier und so? Ja. Wunderbar, ich bin ja begeistert. So, dann können wir hier. Die Leiter kann zurückfahren, das 1625. Das TSFW. Das HLF 20. Das TLF 4000. Jo, jetzt haben wir erstmal Stau, aber ich hoffe, die kriegen das geritzt, gewuppt. Wie auch immer. So, wir müssen mal vorsichtshalber den Stopp reinmachen, nicht, dass hier direkt der nächste Einsatz kommt. Guck mal, alle Kräfte, die wir so eigentlich hatten, bis auf außerhalb, genutzt, ne? Die vier vorhin den VU gefahren, der eigentlich für die Wache 1 oder im Wachgebiet der Wache 1 gelegen hätte. Die 2 war komplett im Einsatz, wenn auch ein bisschen übertrieben lang. Die 3 war komplett im Einsatz. Achso, hier staut sich's nicht. Hier ist bloß. Löst sich gerade noch der Knoten. Ja, jetzt ist ja natürlich auch noch das Horn vom ELW an. Aber das sollte eigentlich gleich ausgehen, hoffe ich. Ah, ist aus. Perfekt. So, dann fährt dieser RTW Richtung Krankenhaus und somit konnten wir alle Einsätze mehr oder weniger gut abarbeiten. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch immer wieder, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.